So, guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren. Recht herzlich willkommen zu Franks Keyboard-Sprechstunde. Konnichiwa, grüezi, servus, hallo, hello, hey, hoi. Buenas noches, fast schon guten Abend, gute Nacht. Grüße in die ganze Welt an die ganzen Keyboarder. Und der Frank ist wieder da. Ja, ich gebe zu, ich war letzte Woche im Schnee, um es vorsichtig zu sagen, mit dem Board unterwegs, mit dem Snowboard aber, weil Keyboard, Snowboard, das passt ja alles mit dem Board zusammen. Wakeboard habe ich auch mal gefahren, aber schon lange nicht mehr. Und ich habe eigentlich gedacht, ich würde eine Sprechstunde schaffen vom Urlaub, einfach ein bisschen Theorie, aber ich habe einfach kein gutes Netz gehabt in dieser österreichischen Hütte, wo wir da waren mit der Sportgruppe. Deswegen mea culpa, deswegen ist die letzten Mittwoch ausgefallen. Und ich habe aber so viele Fragen da, dass ich doch wirklich gleich loslegen wollte. Gratulation an alle Neu-Keyboarderinnen, die ein neues Keyboard bekommen haben, egal ob ein Yamaha, Korg oder was auch immer, die mit ihren Instrumenten hoffentlich alle viel Spaß haben. Wer mit seinem Keyboard keinen Spaß hat und das Keyboard ist von mir, der muss mir das unbedingt sagen, dass ich da nacharbeiten kann. Aber ich hoffe doch, dass ich die meisten schon in Perfektion alle konfiguriert und ausgeliefert habe. Da war jetzt wieder ein zweitägiger Besuch aus Grenzbereich Franken-Bayern, der gestern und heute noch da war. Servus, ich hoffe, du bist inzwischen daheim und hast auch viel Spaß mit deinem neuen Keyboard. Gut, paar Angebote bin ich noch am Bearbeiten. Ihr wisst, der Frank hat einiges zu tun, aber ich versuche nichts zu vergessen, nur peu à peu. Nur wenn es wirklich zu lange dauert und ihr denkt, der Frank hat mal wieder doch was vergessen, bitte reminden. Es geht los, Gruß an alle und ich gehe mit den Fragen los. Korrektur, Rückspülung, Frank hat was vergessen. Und zwar mea culpa, da Heinz Ludwig hatte gefragt, wegen der Effektübernahme von Klängen zu Klängen, da habe ich gesagt, das geht nicht. Jetzt hat mir das Sigi Meier am YouTube-Video kommentiert, natürlich geht es, dann denke ich, klar, habe ich auch schon in Videos erklärt, im Tyros, Anno Domini. Deswegen, das geht natürlich, kein Geheimnis. Ich würde es einfach nochmal kurz on the fly zeigen. Da ging es darum, die Effekte, die Voice-gebunden sind, die nicht Style-gebunden sind. Dazu ein kleiner Exkurs ins Display. Wenn wir jetzt hier mal reingucken und gehen in den Mixer rein, dann haben wir hier ja verschiedene Effekte, die da hier stehen. Chorus Effekt definiert, Chorus Reverb. Und da haben wir jetzt sozusagen normale Gesamt, ich bin mit dem Bild ein bisschen neben der Beschriftung, Entschuldigung. Und wir haben nachher bei Effekt noch sogenannte Insertionseffekte. Das heißt, das sind Effekte, da wird der Signalweg unterbrochen. Klack. Und dann wird wirklich nur für diese eine Klangbahn, nennen wir den Klang mal Piano, dann wird der unterbrochen und dann wird dieser Effekt gemacht. Der Unterschied bei den anderen ist, der globale sind alle Klänge und da wird komplett über alles der Effekt draufgelegt. Das heißt, wir haben zwei Haupteffekte, den sogenannten globalen Effekt, Systemhall, Systemeffekt, weil er nicht nur Hall heißt. Hall wäre sozusagen der Reverb oder Modulationseffekte wie Chorus. Alois hat ein tolles Video an der Domini gemacht und die Keyboard Akademie auch tolle Effektworkshops. Mir geht es nur um das Grundprinzip, was kann ich von einer Voice auf die nächste übernehmen. Die Effekte, die in einem Style gebunden sind, also die Master oder globalen Effekte, die kann ich nicht binden, weil die sind auch nicht an die Voice gebunden, sondern am Style. Wenn ich einen Style umschalte, sehe ich, wie sich hier was umschalten könnte. Könnte ich doch mal kurz auf die Schnelle machen, indem ich jetzt einfach ein paar Registrationen durchschalte und gucke, ob sich da irgendwas tut. Ja, das sieht man doch rechts, ne? Dass sich da, wenn ich jetzt Registrationen durchschalte, dass sich der Reverb rechts da wunderbar ändert, ne? Gehe ich mal auf die normale Effektsektion, dann seht ihr auch, ob da was passiert. Ja, da sieht man auch Variationseffekte, tut sich was. Gut,
jetzt gehe ich mal in eine Voice rein und demonstriere das. Ich habe das Video oder diese Erklärung, wie gesagt, schon, vielleicht war es ja schon ein Genus oder auf alle Fälle habe ich sie schon mal gemacht. Ich demonstriere das einfach mal mit einer schönen Gitarre. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in eine Voice rein, wähle eine auf der Reihe 2, weil die gerade an ist, wähle ich, ach, da habe ich sie. Eine schöne. Schöne Gitarre. Jetzt will ich diese Effekte, die ich sehe, wenn ich jetzt über Kopfkamera an, in Voice drücke und dann den Bildschirm von der Oberkopfkamera auf die Seite, dann sehe ich jetzt sozusagen da drüben, Moment, ich schiebe es ein bisschen rüber, dass mein Finger mehr passt, zapp, da seht ihr jetzt das Effektgerät. Und zwar halt da seht ihr das Effektgerät. Oh, wie muss ich davon, da drüben seht ihr das. Ein Multi-Effects Distortion Solo. Gut, das kann ich jetzt an- und ausschalten. Darf man jetzt nicht sagen, aber dann wird aus einer Heavy-Gitarre eine Shadow-Gitarre oder aus einer Shadow-Gitarre eine Brat-Sound-Gitarre, nur durch den Effekt. Jetzt habe ich das einfach so definiert und sage, ich würde den Effekt gerne übernehmen und zwar auf eine Piano-Voice. Dann wähle ich jetzt einfach oben, also erst muss ich meinen Filter definieren, dass ich sozusagen das bremse, dass beim Umschalten sich was verändert. Das läuft über das Voice Setting. Da gibt es jetzt verschiedene Parameter, Tuning der einzelnen Elemente, also sprich Oktavierung oder Einzelton. Da habe ich tatsächlich bei Reihe 1 minus 1 Oktave, bei Reihe 2 minus 1. Wie es halt definiert ist, habe ich jetzt nichts geändert. Und jetzt kann ich wählen, was von einem Klang zum nächsten nicht geändert werden soll. Und da geht man es jetzt einfach darum, dass ich den Effekt nicht übernehmen möchte. Jetzt gehe ich also wieder raus und ihr seht, ich habe ja hier ob da die Gitarre. Wenn ich jetzt sage, mit diesem Effekt, um zu zeigen, welcher Effekt das ist, zeige ich ihn hier. Jetzt wähle ich oben das Klavier an. Achtung, Piano. Gehe wieder rein in natürlich die Voice. Habe jetzt oben den CFX Grand und unten ist immer noch das Effektgerät. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das nur Klavier gewählt. Und jetzt hört er, genau, das klingt beschissen. Weil natürlich in dem Fall das ein total falscher Effekt für eine falsche Zielvoice war. Das heißt, ich habe eine super geile Distortion, FX-Distorsion, also eine Verzerrung. Das ist wie wenn man eine Zerrung im Fuß hat, hat man eine kleine Distorsion. Genauso ist die Distortion hier in, international eine super Verzerrung. Das heißt, ich habe den Gain, die Eingangsempfindlichkeit maximal übersteuert, um sozusagen die Wellenform abzuschneiden und einen Sound zu simulieren. Jetzt klingt mein Klavier fast wie eine Gitarre, nur mit dem Effekt. Der Beweis, Achtung, ich spiele und schalte den Effekt aus. Oh, es wird ein Klavier, es wird ein Klavier. Nochmal, ich schalte den Effekt ein. Heißt, der Effekt macht natürlich bei so einem Keyboard wahnsinnig viel. Gut, jetzt haben wir mal die Korrektur. Wie gesagt, warum ich das nicht mehr wusste, keine Ahnung, aber es ist nachzulesen, ich habe nachzuschauen, ich habe definitiv genau mit so einer Heavy-Gitarre ähnlich und einem Piano ist schon mal gezeigt, aber einfach auch als kleine Wiederholung für mich selber, dass ich nicht vergesse, dass man die Effekte, die jetzt an die Voice gebunden sind, die ihr hier wunderbar seht, das heißt, wenn ihr hier in den Bildschirm guckt, seht ihr hier bei O, Presence Clear, der Multi-Effekt, bei der Silbertrompete, die im Moment nicht eingeschaltet ist, aber schon programmiert wäre, wäre es ein Tempo-Delay. Und diese Effekte kann ich sehr wohl übernehmen und dann einfach natürlich auch neu speichern. Das heißt, Klick als User-Voice definiert oder wenn ich die Voice auch noch in der Registration weiterverwenden möchte, ganz normal weiterverwenden. So, jetzt schreiben hier ganz viele noch Sachen und ich habe schon angefangen zu erklären. Jetzt gucke ich, ob ich nachlesen muss. Ich würde sagen, jetzt springe ich auf die Live-Fragen und gucke mal, was da kommt. Und dann geht es gleich mit der Abarbeitung der Liste weiter. Nachdem ich meine Rackbank neu sortiert habe, funktionieren einige Titel in der Playlist nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das rückgängig machen? Ja, lieber Hartmut, alles, was sortiert wird und eine andere Position im Ordner hat oder umbenannt wird, kann natürlich die Registration nicht mehr finden.
Direkt Banken sortieren, das, wo direkt Bank liegt, ist völlig unwichtig. Der Inhalt der Registrationsbank ist wichtig und die Playlist ruft natürlich die Registrationsbank auf. Das heißt, wir haben einen Doppelaufruf. Registrationsbank, die Styles, Voice, Multipads, Songs aufruft und Playlist, die die Registration aufruft. Wenn ich irgendetwas davon verschiebe, weiß das Keyboard es nicht und findet auch, wenn ich was umräume oder Achtung, wenn eine Frau die Schränke umräumt und uns das nicht sagt, machen wir das auf, langen rein, wollen es rausholen und es ist nicht mehr drin und genauso geht es dem Keyboard. War, glaube ich, symbolisch gut gesagt. Kann aber andersrum sein, dass der Mann natürlich die Sachen verräumt. Nicht, dass ich da diskriminierende Beschwerden bekomme. Gut, da hat schon mein Freund Alex jetzt beantwortet. Super, perfekt. Das ist doch eine Sache. Kurz reinwurken nochmal, wenn wir jetzt in der Playlist drin sind. Keine Ahnung, ob ich ja gerade eine geladen habe. Nee, da ist gar nichts hinterlegt. Da habe ich nur noch einen Default drin von der Yamaha. Deswegen zeigt er die gerade gar nicht an. Aber der ruft sozusagen die Registration auf. Das heißt, alles, was ihr in der Registration drin habt, könnt ihr in eine Playlist hinzufügen. Ich mache mal schön ganz auf die Schnelle eine neue Playlist. Nur noch mal kurz auch als Reminder Playlist. Ich sage einfach hier, machen neue Playliste. So. Achso, ich muss das groß machen, das Display, sonst seht ihr das gar nicht. Entschuldigung. Neue Playliste. Ich gehe nochmal zurück, wie ich das gemacht habe. Gehe zurück. So, ich gehe in Playlist und gehe da oben auf New. Neue Playliste anlegen. Sage ich Continue. Und jetzt kann ich einfach Add Record unten rechts drücken. Also da oben. Ihr seht, da oben. Und dann kann ich jetzt einfach eine Registration auswählen. Noch, ich nehme jetzt irgendeine. Okay. Add to Playlist. Könnt auch alle auswählen. Und dann sind die drin. Und in der Playlist selber habe ich dann die Editierungsfunktion. Wenn ich da oben auf die Edit-Taste drücke, Edit, und da kann ich wählen, welchen Platz dieses Lied macht, Name der Playlist, des Playlist-Eintrags aufrufen soll. Und wenn ich mein Bild hochschiebe, ob der Score angezeigt werden soll, Lyrics oder der Text und ob ich das umbenennen möchte und so weiter und so fort. Gut, das muss ich danach natürlich wieder abspeichern mit Save. Und dann habe ich das jetzt einfach nur noch mal kurz im Schnellzugriff gemacht. Worum wichtig ist, gehst du raus, ohne Speichern bitte, dass wir die Position von Inhalten, die von höheren Ebenen aufgerufen werden, nicht verändern oder umbenennen. Wenn ich auf der normalen Registrationsebene bin, darf ich die Styles, Songs, Voices nicht verschieben. Wenn ich auf der Playlist-Ebene bin, darf ich die Registrationen nicht verschieben. Je weniger man verschiebt, je mehr man spielt, wie mein Freund Alex sagt, desto besser das Ganze natürlich. Gut, dann gucken wir weiter. Die Live-Fragen haben wir abgefespert und hier sind die nächsten mit der User Voice haben wir erledigt. Hallo, habe ja gar keine Sprechstunde gemacht. Stimmt, dann müsste die auch noch frisch sein. Ich habe an meinem Genus den Adapter dran und möchte die Songtexte auf ein Tablet bringen, beziehungsweise auf 2-3 Stück, wenn möglich Android. Ich meine, die Frage kommt mir bekannt vor, will jetzt nicht lügen, wenn es nicht schon besprochen hatte, mea culpa. Ansonsten gibt sogenannte Device, Grafik-Device-Karten, wo einfach ein Bild per HDMI empfangen und dann auf USB-C schicken. Beim iOS 17 geht es, das weiß ich, wie und bei welchem Android das geht und mit welcher Version. Dazu muss ich passen, da müssen wir mal ein paar Androiden fragen. Auch hier der Tipp, wie so oft in unserem schönen Keyboarderraum, musikando.de, gibt es ja einen Online-Hauptraum. Da gehen wir jetzt über eine neue Plattform, die heißt, Frank hat sich nicht gemerkt, Discord. D-I-S-C-O-R-D. Die sieht in etwa so aus, Discord. Und mit der kann man da wunderbar arbeiten und kann dann loslegen, kommunizieren mit uns per Text. Da gibt es verschiedene Rubriken, aber eben auch in unseren Hauptraum gehen. Der heißt dann Server. Jetzt gucke ich mal, ob man das sieht. Da zeige ich einfach mal auf die Schnelle, sind unsere verschiedenen Rubriken von Musikando. Und ganz unten sehe ich, dass schon wieder einer im Hauptraum ist, die jetzt unterste Ebene. Und wenn da mehrere da unten drin sind, da unten, dann kann man einfach eine kleine Konferenz machen. Ich empfehle allen, die einen Computer haben,
Wenn Sie es nicht selber einrichten können, fragen Sie jemanden, der das kann. Das ist eine tolle Sache, gerade zum Fragen stellen. Ein Joachim ist gerade im Nebenraum, sehe ich. Gut, das Discord, wie gesagt, da einfach die Frage stellen nach der Sprechstunde. So 20, 30, 20, 45 sind da, tummeln sich viele Keyboarderinnen und Keyboarder und helfen da sehr gerne. Aber ich wollte die nächste Frage gleich noch angehen, und zwar, wenn ich aus dem Memory-Frageform, darf ich die anonym, muss ich die anonym beantworten? Nein, kann ich oder Gerhard erwähnen. Wenn ich aus dem Memory-Speicher einen Registrationsplatz löschen möchte und im Menü das Funktionsfeld Registbank öffne, kann ich durch Antippen den entsprechenden Antrag hinterlegen, aber die Funktion Delete und Rename werden nicht in der oberen Funktionszeile angezeigt. Warum ist das so? Ich zeige das Screen in echt. Ich weiß schon, auf was der reingefallen ist. Ist uns allen schon mal so gegangen. So, jetzt gehen wir einfach mal in die Registration rein. Überkopfkamera, dass ihr seht, was ich mache. Jetzt habe ich hier oben Menü. Und dann gibt es zwei Sachen. Das eine heißt Info und das andere Edit. Und der Gerhard ist jetzt auf der Info und da kann er jetzt sozusagen nichts editieren. Editieren geht einfach immer nur über Edit. Deswegen, sobald ich da reingehe, erscheint drin, halt, wenn ich das wegschiebe, Rename, Delete und solche Sachen. Deswegen einfach wichtig. Das eine ist wirklich nur zum Gucken. Es ist nur eine Information, da wird nichts editiert. Und wenn ich editieren will, lieber Gerhard, einfach rausgehen und in Registbank Edit Info, reine Anzeige, Edit zum Bearbeiten. Gut, Gerhard, dann haben wir das. Dann kommt die nächste Frage vom Fritz. Muss nicht anonym beantwortet werden, genau. Spiele Genus und Stage Piano, kann der Genus per MIDI und Registration den Sound eines Stage Pianos steuern? Theoretisch kann jedes MIDI-Keyboard, was Programmchain schickt, was eigentlich auch jedes Keyboard schickt, externe ansteuern. Ein kleines Dilemma ist einfach, dass wenn es nicht GM-Voices sind oder XG, die definiert sind von 0 Piano bis 127, respektive 1 bis 0 bis 127, 1 bis 100. Also ihr wisst, 128 im Stück, die eine fangen mit 0 an, die andere mit 1, einmal bis 127, einmal 1 bis 128, 0 bis 127, genau. Und normal ist die 001, das Piano, Piano OS 1, und das ist einfach so definiert, und wenn dann die GM-Bank reingeht, seht ihr auch die Voice dazu. Das könnte ich vielleicht gerade mal zeigen. Das ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee, dass ich einfach mal hochgehe und gucke, ob ich da doch gleich mal die GM-Bank finde. Legacy GM-Bank. Haben wir die separiert als XG? Haben wir gar nicht mehr. Da müsste man in einen Hidden Ordner gehen, wie wir sagen. Aber ich gehe einfach mal in die normale Piano-Bank rein, schalte dazu die Voice ein, also ich drücke oben auf Menü und sage Voice Number an. Und dann sehe ich jetzt gut die Bank 100, also die 000122001. Aber ja, das ist 120, ist definitiv nicht der GM-Klang. Ist ja eine super Articulation Voice. Aber da kennt man jetzt natürlich, wenn ich von einem externen Keyboard des Genus ansteuere und die Voice 001 schickt, dann würde er hier das Piano GM 001 nehmen. Wo haben wir die GM-Bank separat? Wo haben wir die GM-Bank? Haben wir die unter GM findbar? Nee, haben wir nicht. Muss ich jetzt passen, aber wichtig wäre einfach zu wissen, kann ich an meinem zusätzlichen Instrument die Klänge auf verschiedenen Positionen, also Klangnummern, ablegen oder nicht. Dementsprechend müsste ich einfach halt einen Parameter senden. Das geht nämlich viel einfacher über Software oder auch über den Listeneditor, indem ich die Voice-Nummer direkt eingeben kann. Ganz kurzer Ausflug in den Digital Recording Bereich. Haben wir doch schöne Mini-Aufnahme. Und los geht's. Okay, einfach irgendwas. Stoppen wir mal und gucken uns jetzt einfach mal in das Step Edit an, was da alles drin steht. Und da sehen wir jetzt Notenwerte.
Und wir könnten jetzt gucken, Eventfilter, was jetzt im Moment angezeigt wird. Und wenn ich jetzt auf, da mache ich mal die Noten weg, System exklusiv auch, nur die reinen Programm-Changes. Und dann zeigt er mal nichts an. Achtung. Weil ich auf dem Kanal 1 bin. Wo habe ich meinen Kanal? Tack, tack, tack. Stopp. Eventfilter. Machen wir doch mal alles nochmal rein, dass wir richtig viel tolles Material sehen, was da alles drin ist. So, was ist der AT? Programm Change, genau. Und dann habe ich hier Werte stehen, über die ich dann den Klang definieren kann. Da du wirklich nur sagst, ich brauche jetzt, wenn ich hier eine Registration habe, am Instrumentier, Pianos und ich Piano am Expander, die Streicher oder idealerweise spiele ich im großen Piano nicht die Piano Voices, je nach Klangqualität. Aber auf alle Fälle geht per MIDI Out die Definition zu schicken ohne Probleme. Beide Instrumente müssen offen sein. Also der eine muss es senden können, der andere muss es empfangen dürfen. Da gibt es verschiedene Menüs. Diese Menüs finden wir unter MIDI. Heißt jetzt hier beim Keyboard Transmit the Sender. Und bei Receive, wenn ich jetzt hier irgendwas spiele von extern, würde ich bei Receive unten die LEDs schön leuchten sehen und sehen, auf welchem Kanal 1 bis 16, auf welchem Port kommt denn hier was rein. Und dann kann ich das definieren. Müsste man schön gucken, ob irgendwas sperrbar ist hier. Receive, sperren. Sperren. Nö, da gibt es ja gar keine Filtermöglichkeit. Also bei manchen Keyboards und Instrumenten kann ich filtern, dass zum Beispiel nur Notenwerte durchgehen oder nur Programmumschaltungen. Oh, jetzt war jetzt schon ganz schön viel tiefes Ding. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal separat, aber einfach gerne nochmal bei mir melden, dass wir das hinbekommen. Das hier ist die schlimmste Funktion, die es gibt, die Glock oben. Wer das hier verstellt hat, auf external irgendwas anderes, der wird merken, dass er keinen Startknopf mehr drücken kann, keinen Startknopf bei MIDI, gar nichts mehr, weil er immer auf ein externes Signal wartet. Deswegen aufpassen, wenn euch einer richtig geärgert hat, dann hat er das von internal auf was anderes umgestellt und kein Startknopf-Song-Style geht mehr. Psst, aber nur kurz machen und dann demjenigen dann nicht sofort wieder zurückstellen und am besten, ja, so böse Streiche auf der Bühne soll man eigentlich gar nicht reiten. Fällt man es nur gerade ein. Gut, dann schauen wir mal weiter. Da kommt die nächste Frage rein. Der Franz schreibt, hallo, wenn ich zu einem MIDI-File einen Style mit abspreche, verstellt das Style die Effekte des MIDI-Files. Wie kann das verhindert werden, wenn das die normalen stylegebundenen globalen Effekte sind? Theoretisch nicht. Ich könnte natürlich sagen, wenn ich es grob definieren möchte, dass ich über Menü und dann einfach im Utility und da gibt es einen Parameter Lock und da könnte ich natürlich solche Sachen auch global generell sperren. Das heißt, der Haken hier heißt, wenn irgendwas extern reinkommt, ändert es das nicht mehr ab. Aber man muss wissen, was man hier eingestellt hat. Schon, wenn hier jetzt einer Fingering-Tipp stehen hat und er will Registrationen, die andere Begleitautomatik-Splits haben, wird natürlich nie funktionieren. Oder auf einmal lässt sich der Vokalist vom MIDI-File nicht mehr umschalten, weil hier Haken sind. Also das muss man einfach mit Vorsicht genießen. Genau, Split, Fingering, diese ganzen Sachen. Wenn hier der Haken ist, kann ich mal einladen, was ich will. Es bleibt, wie es war. Kann gut sein, aber es kann auch mal nicht gewünscht sein. Ansonsten hat man da keine Chance, Franz, weil, wie gesagt, die Effekte des definitiv überschreiben. Wie kann ich an einem Spielfehler nach Live-Einspielung korrigieren? Ingrid, theoretisch natürlich über die schlimme Edit-Funktion, die ich eben gezeigt habe. Oh, bin ich noch irgendwo drin? Natürlich. Without Saving. Da, wo ich jetzt gerade drin bin. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochfahre und habe hier irgendwo eine Note drin. Ja, da war doch gerade ein schönes.
ich jetzt wieder hingesprungen. Na, das E wäre falsch. Und dann kann ich natürlich da einfach drauf gehen und sagen, ich mache das jetzt, sorry, ich mache es jetzt gerade mit dem Rad aus Einfachheit. Oder hier, wenn ich sage, das C wäre falsch, kann ich das einzeln korrigieren. Zeitwert, Achse, alles, Dauer. Aber das ist natürlich jetzt Sisyphus-Arbeit. Das heißt, ganz vorne links habe ich die Zeitachse. Dann der Art des Wertes, den Wert, die Werte Dauer, Zeit. Ja. Und ich kann, wie gesagt, filtern, dass ich nicht alles auf einmal angezeigt bekomme, kann ich sagen, ich will nur die Noten sehen. Und wie gesagt, die ganzen anderen Parameter will ich gar nicht sehen. Als Übersicht, dass ich nicht so viel unnötige Parameter sehe. Aber ich finde es große Sisyphus-Arbeit. Das ist natürlich in einem Computerprogramm, wo ich dann die Noten hin und her schieben kann und auch Position, alle, also das fast dreidimensional, zweidimensional sofort in Echtzeit, geht es schneller. Hier eine Note ändern, kein Thema, aber viele Fehler ändern würde ich jetzt nicht. Oft ist es auch schneller eingespielt wieder, je nach Länge des Stücks. Gut, dann geht es hier weiter mit der nächsten Frage. So, das Fritz-Midi haben wir erklärt. So, da kommt die Frage. Darf ich die offiziell oder ja, muss ich nicht anonym? Die Frage vom Heinz. Beim Spiel im Part Select Left höre ich bei Anschlag von zwei Tasten den ausgewählten Ton. Sobald ich eine dritte Taste für einen Akkord einspiele, höre ich einen tiefen Grundton, also ein Basspedal. Gut. Dieses Thema haben wir schon öfters gehabt. Ich mache das mal groß und zwar über Kopfkamera groß und sage jetzt einfach mal: Ich spiele jetzt einen Akkord. Und ich höre einen Ton, den ich im Display. Nein, nicht speichern. Den ich im Display gar nicht eingeschaltet habe, weil Left leuchtet gar nicht. Oh, da ist das Bild jetzt da fast davor. Machen wir das dann lieber so hoch? Machen wir lieber so hoch, genau. Das heißt, ihr seht, die Left ist aus, aber ich höre einen Ton. Ab Akkorderkennung wird er gespielt und das ist der Klang, den ich. Achtung, jetzt Display groß, Überkopfkamera klein und da Menü, Style Setting, definiere. Wenn ich hier fix drinstehen habe, macht er den definierten, ich nenne ihn einfach Grundton. Wenn ich das auf Off mache, wie es uns der Thoralf, viele Grüße Thoralf, ich weiß, wir sollen es immer machen, ich habe es auch nicht eingeschaltet gehabt. In der anderen Registrierung habe ich es, glaube ich, richtig. Na, ne, habe ich nicht, alles zurück. Das heißt, das auf off und dann passiert nichts mehr. Achtung. Off. Jetzt kann ich definieren über die Left Voice, was ich für einen Klang nehme. Zum Beispiel, auch nehme ich gerade wieder aus, so einen Flächenstreicher. Jetzt habe ich links was eingeschaltet und würde das wieder. Achtung, wieder umschalten. Kommt der Brummbass dazu. Okay. Ja, also wichtig, wenn man sagt, ich will gar keine definierte Voice der Left immer machen. Ich nehme den Standard, dann lasse ich es drin. Alternativ macht man einfach das aus. Da sind noch mehrere Einstellmöglichkeiten. Ich glaube, das Menü habe ich schon ein paar Mal erklärt. Da aber erst zum nächsten Takt der Section Chain Timing macht, Inside Intro Ending am Ende der Sektion oder am nächsten Takt. Da kann ich einige Sachen noch wählen. Da muss man einfach gucken, was einem wichtig ist. Das Stop Accompaniment war mir auch wichtig. ODS Link Timing, auch hier, dass er erst bei der nächsten Sektion dann weiter wechselt. Vom Timing, was haben wir noch? Change Behavior, Sektionsset, ob er, wann er wechselt, ob er wechseln soll mit was anderem oder einfach das auslassen. Gut, was haben wir noch? OTS, Stop Accompaniment, Dynamics Control, Display Tempo. Und da unten kommt doch noch das Synchro-Stop-Window. Moment, ich mache mich weg. Das war
ein wichtiges Thema, wie gesagt, habe ich bei den Ketro- und Solton-Spielern früher einfach gehabt, dass ich hier definieren kann, wann die Tastatur automatisch stoppt. Wenn wir schon dabei sind, gehen wir das auch mal wieder an. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt im Moment Synchro-Stopp-Start habe, stoppt sofort. Und jetzt kann ich hier definieren, er läuft weiter. Und wenn ich einen kurzen Ton spiele, stoppt er automatisch. Das ist das Synchro-Stopp-Mindo. Dass ich da definieren kann. Wenn ich es nicht brauche, mache ich es off. Ansonsten kann ich mal beliebig die Notenwerte, seht ihr hier eine ganze halbe Viertel, alles durch die Wand wählen, mit welcher mit welchem Notenwert ich sozusagen den Synchro-Stopp erzwingen kann, ohne Stopp zu drücken. Gut, da war doch noch was. Was war da noch? Theoretisch kennt man natürlich dann auch, wenn wir hier sind, weil ich noch sagen, wenn wir jetzt spielen, über Kopfkamera, seht ihr das gerade? Und wenn ich das normal mit dem Solo, drei Töne nebeneinander, und der andere war mit extra Basslauf, aber da geht es um die Akkordsteuerung, wo man mit der AI natürlich auch noch viel mehr machen kann, aber das, ich nehme mal die nächste Frage, das können wir gerne mal nochmal anderweitig auch erweitern. Gut, dann haben wir die Sache auch erledigt. Liebe Keyboarder, liebe Keyboarder, wenn ihr noch Live-Fragen habt, her mit dem Futter, ansonsten würde ich schon die nächste Frage angehen vom, muss anonym sein? Nein, vom Peter. Bei der Verwendung von alten Registrierungen vom Genus 1 werden die Speicherungen für die Assignables Buttons gelöscht. Ist also das ist Frage 1. Da bin ich jetzt ehrlich. Ich kann mir vorstellen, warum. Wir haben jetzt hier gehen wir da raus und da rein. Wenn ihr jetzt hier unten mal guckt, damals ja beleuchtete Knöpfe. Die haben also jetzt eine neue Funktion, und zwar nicht nur eine Wahlfunktion, sondern auch eine Wahl- und Anzeigefunktion. Das heißt, die wechseln die Farbe. Gerade wo ich die Wochen irgendwann mal als Song Position Marker oder Song Pointer, ach, wie heißt der Begriff? Wie heißt der Begriff? Song Positions, genau. Achtung, Beweis. Links drüben seht ihr das. Ich schiebe mich mal hin, dass ihr die Song Position seht. Da steht doch, wo ist das? Hier, Song Position. Die Song Position Marker. Und die kann ich jetzt auch auf die Assignables legen. Und vielleicht wurden da die Parameter einfach geändert. Aber unsere Freunde, der Rainer Fritz oder der Murray Best, haben ja mit den zwei Tools Songlister respektive Yamaha Registrationsmanager, Konvertierungsprogramme. Und ich hätte jetzt mal kühn behauptet, dass sie das beide drin haben. Und ohne Konvertierung sollte es ja auch nicht gleich unbedingt. Deswegen, wenn das wirklich viele Sachen sind, wobei ich habe ja auch jetzt ganz viele gehabt, die gesagt haben, ich mache meine Registration eh neu fürs neue Keyboard oder nimm mal, was geht gleich und ein paar andere editiere ich nach. Aber das wäre auf alle Fälle editierbar. Mein Tipp wäre generell, dass eine Assignable, also dass diese Knöpfe natürlich ja sowieso noch nie in eine Lead-Registrierung reingehört haben, sondern die gehören in eine Startregistrierung, die müssen immer gleich sein eigentlich, weil ich will nicht beim einen Lied den Knopf haben, beim anderen den, das ist ja Sisyphus-Arbeit. Aber meine Meinung ist eigentlich deswegen so gedacht, dass man mehr spielen kann. Gut, dann kommt die nächste Frage gleich auch vom Peter, ach, Servus Österreich übrigens, ja, Servus Österreich. Ist das richtig, dass Styles aus den Expansionspacks nichts in den Favoriten gespeichert werden können? Ja. Ist so, ich würde mich freuen, wenn es anders wäre. Zeig es mal kurz hin. Das heißt, ich gehe einfach mal wieder da rein.
Gehe jetzt einfach mal in Voice rein. Das heißt, ich wähle irgendeine, drücke länger drauf. Super, gelber Balken kommt. Super, gelber Balken kommt. Ich gehe in meine Expansion rein. Drücke drauf. Drücke. Ihr seht, es geht nicht. Hatte ich schon beim Genus 1 kritisiert. Hoffe und wünsche, dass das noch kommt. Dass es auf externen Speichermedien, die spontan eingesteckt werden können, nicht geht, ist mir eigentlich klar. Und natürlich Leute, die Expansion immer wieder neu aktualisieren und Sachen löschen, haben auch das Problem, dass ein Favorit, der mal gespeichert war und nicht mehr findbar ist, natürlich auch aus der Favoritenliste rausfliegen wird. Aber ich hoffe noch, dass das kommt. Ich hätte das gern drin, dass auch eine Expansions-Voice als Favorit nutzbar wäre. So, dann kommt noch eine Frage, auch von Heinz, diesmal nicht Österreich, genau. Das war gerade von der Heinz, da habe ich jetzt zwei Fragen vergessen, mea culpa. Das Keyboard konnte mit einer wählbaren Zeitverzögerung eine zweite Voice mit einspielen, wodurch interessante Effekte erreicht werden konnten. Diese Funktion mit einer verzögerten zweiten Voice gibt es auch beim Genus oder Yamaha Tyro-Serie, egal wie, über die Humanisierung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Ensemble Voice reingehe, habe ich ja wirklich, dass ich jedem einzelnen Instrument einen Zeitversatz zuweisen kann und dementsprechend auch beliebig die zusammen machen, wenn ich jetzt mal aus. Ihr seht mich nicht, Entschuldigung. So, Ensemble Voice wurde gewählt, wunderbar, ich bin drin. Und wenn ich da jetzt mal. Da behält ja jede Stimme behält sozusagen die Lage. Das heißt, wenn ich da jetzt mit vier Fingern spiele, kann ich definieren, dass die vier Instrumente immer schön nacheinander spielen. Jetzt sehen wir mal, wo es auffälliger ist. Bei den Obergeinern und den anderen Sachen fand ich es einfach noch schneller hörbar. Alpen. Da hört also Trompete. Nehme ich die oberste Töne, habe ich die Trompete immer, nehme ich mal nur den vierten, die zweiten, den achten. Und jeder Split, das ist ja nichts anderes wie vier Splits, hat dann einen eigenen Zugriff. Und wenn ich jetzt auf Menü Voice Edit gehe, dann habe ich das, was eben ich als Zeitverzögerung definiert habe, das heißt, es ist Humanize. Und da kann ich das Timing der einzelnen Voice frei definieren. Das heißt, hier seht ihr schon, hier habe ich die Trompete auf Timing 1, die Klarinette auf verzögert mit 3, die steirische verzögert mit 4. Jetzt mache ich einfach mal was Extremeres und sage einfach mal, dass die zweite steirische noch viel später dran ist. Blub, blub, blub. Hört man das? Ich glaube schon, oder? Nochmal. Ich finde auch einen. Und da kann ich die Verzögerung machen, ob die jetzt perfekt ist oder nicht. Hier bei der Funktion ging es eigentlich hauptsächlich auch darum, das menschlich zu machen, weil nie alle gleichzeitig spielen. Ich kenne jetzt hier natürlich bei der Anschwingen und Dynamic Range, wie ihr unten seht, auch noch korrigieren, dass ich da noch ein breiteres menschliches mache, also auch ein bisschen aus dem Tune. Aber wie gesagt, das Thema Timing, was du da von dem Game hattest, wäre jetzt simpel theoretisch hier schon machbar. Ansonsten natürlich auch über reines Voice Edit, Einzelklänge, über das Anschwingverhalten der Klänge, die dann einfach später losklingen, wie jetzt bei Streichern, wenn ich natürlich langsam anklingende Klänge nehme, zum Pizzicato gespielt, Klavier, habe ich dann auch eine zeitliche Verzögerung, wobei dann erst der Klang gleichzeitig startet vom Aufbau, aber sich halt erst zu einer späteren Zeit entwickelt. Gut, was haben wir denn noch?
Der Hans schreibt, hallo Frank, ich möchte auf meinem GNS 2 dauerhaft C1 um eine Oktave nach rechts verschieben. Meine rechte tennisreise Schulter wird sich freuen. Ich möchte meinen GNS dauerhaft C1 um eine Oktave nach rechts. Also sprich die Oktavierung der ganzen Tastatur unabhängig von der Voice. Da haben wir doch, gehen wir mal über Direct Access in die Begleitung da rein. Und da haben wir, hoppala, da haben wir jetzt nur die Begleitung drin. Split ohne Transponierung und die Tastatur haben wir noch ein extra Feld. Keyboard Harmonie. Nein, Keyboard natürlich normal. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo haben wir die Definition da gehabt? Wenn wir über das Keyboard das definieren, können wir da transponieren. Da haben wir noch eine Funktionalität dauerhaft drin, ohne den Transpose zu nutzen. Da hätten wir nicht klar auch die 12, also auch eine Oktave. Aber der Transpose ist der sperrbar. Moment kurz. Transpose wäre sperrbar. Also ich könnte den Transpose sperren. Wäre das sinnvoll, das hier zu sperren? Überleg, wie könnte ich sonst global das machen? Moment, über Utility Parameter Lock kann ich nur den Fingertipp und Split, aber nicht die Transponierung oder Oktavierung sperren. Ich hätte jetzt mal aus dem hohlen Zahn so frei weg gesagt, transponieren und einfach die Transponierung sperren um 12 und fertig. Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten natürlich auch die Frage, nochmal groß, das Bild über Kopf. Wenn ich immer oktaviert sein will, kann ich mich natürlich auch mit dem Stuhl versetzen. Also entweder das Keyboard verschieben oder das Stuhl verschieben. Da die Frage natürlich der Definition, mit welcher Hand möchte ich was spielen, geht natürlich genauso. Aber das musst du, also ob es mechanisch verschoben wird oder elektronisch verschoben wird, der Abstand zwischen meinen Händen bleibt gleich und der Weg wird in die eine Richtung enger, für die andere Richtung näher. Auch mal nur so als Denke. Gut, was haben wir denn noch für Fragen? Nach Grüße auch nach Leonberg. Ich hoffe, da funktioniert auch alles. Da haben wir schön die VIDI-Adapter wieder hinbekommen. Wunderbar mit Update und noch die V3-Sounds eingebunden und die MB-Box mit eingebunden und alles in dem GNS 2 drin. Das macht der Frank eigentlich, versucht, dass alles funktioniert. Gut, was haben wir denn? Wie kann ich einen Textfile in einem MIDI-File speichern, ohne eine Registrierung zu nutzen? Ist das möglich überhaupt? Also ein Lyric-Text ist über einen Editor natürlich ins MIDI-File einbindbar. Ein normaler TXT, der also blockweise angezeigt wird, ist nicht in ein MIDI-File einbindbar. Der muss wirklich in dem Bereich der Lyrics, es gab früher drei Definitionen der Texte, die man im BB-Edit-Format, im normalen Textformat, wie man die einbinden konnte. Aber entweder habe ich ein MIDI-File mit Lyrics oder ich habe ein MIDI-File und habe eine TXT-Datei, die ich damit verknüpfe. Oder ich lade aus einem TXT, was ich habe, das über eine Software und mache daraus ein Lyric natürlich. Geht auch. Gut, da höre ich VIDI und Expander V3 und MB und alle funktionieren im GNS 2. Genauso soll es sein. Danke für das Feedback. Gut, 19.16 Uhr. Boah, heute haben wir richtig viele Fragen. Ich bin fast begeistert. Super, super, super. Wer hatte noch was? Weil wenn zu wenig Fragen kommen, dann merkt das, dann geht der Frank einfach in Urlaub und macht mal eine Woche keine Sprechstunde. Das muss ja nicht sein. Habe ich erwähnt, dass jetzt Keyboard-Treffs sind, dass demnächst viele tolle Keyboard-Treffs sind. Zum Beispiel der legendäre Rheinpfalz-Saar-Treff, der soll ja wieder sein. Und der nächste Termin, kann ich euch schon rausplaudern, weiß doch kein Mensch, wird am 16. April sein. Ich hoffe, dass ich mich nicht vertan habe. 16. April, das ist ein Dienstagabend in Steinwenden. Wer dazu Fragen hat, gerne nachher am Kanal auf Musikando. Da habe ich doch gleich mal einen Link rein.
Ich habe doch gar keinen Link reingehauen. Da habe ich doch gemütlich mit anderen den Abend ausklingen lassen. Da können wir vielleicht noch drüber klönen, was denn noch so alles an Terminen ansteht. Weil dann kommt der nächste Keeper-Treff natürlich gleich genau beim Lanze in Tambach-Dietharz am Rennsteig. Da ist der nächste Keeper-Treff, der dann wäre Tambach-Dietharz von 19. bis 21. April. Ach, gerade in der Woche geht es gerade noch so weiter. Da sind Keeper-Treffs noch und nöcher. Da werdet ihr den Frank immer sehen, hören. Und der wird euch was zeigen, der wird euch auch was mitbringen, wenn ihr was wollt, was anprobieren, anprobieren, was probieren. Keine Klammer und nichts zum Anprobieren, sondern zum Probieren natürlich. Aber da meldet ihr euch einfach. Gut. Bin ich da an einer Ensemble Voice hängen geblieben? So, da geht es weiter. User Styles werden nicht im Memory Register gespeichert, war eine Frage von der Mittag per E-Mail. Oh, da liegt noch die E-Mail. Mea culpa. Gerade wo ich den Hinweis kriege, da kommt die Info. Dann darf ich die offiziell beantworten? Ich sage jetzt hallo, einfach mal irgendwie genau. Beim Speichern vom USB-Stick in den internen Speicher werden die User-Styles und die MP3 nicht auf die Memory-Registration abgelegt. Also beim Speichern vom USB-Stick in den werden die User-Styles nicht auf die. Ja. Dazu folgendes natürlich, alles, was auf dem Stick ist und innerhalb von dem Stick verknüpft ist, funktioniert immer. Wenn ich aber Verknüpfungen, die vom Stick auf den Stick sind, einkopiere ins Keyboard, dann funktionieren sie nicht mehr, weil dann sagt die Registrierung, hol die Datei von USB1, User USB1, und der steckt ja gar nicht mehr drin, weil das reinkopiert ist. Deswegen also, die Registration kann überall sein, aber die Inhalte derer, ob das jetzt MP3 sind, ob das User-Style sind, ob das Songs sind, ob das Multipads sind, die wird dann nicht funktionieren. Also die Registration muss definitiv geändert werden. Ich muss dem Pfad, ich muss dem, ich hätte es fast gesagt, dem dummen Computer, dem Keyboard sagen, liebes Keyboard, ruf das nicht vom Laufwerk. Wie war es? G ab, sondern vom Laufwerk I und den Buchstaben muss ich ändern, entweder über eine Software oder ich mache mal die Mühe und tue die nochmal richtig zuweisen. Mein Tipp wäre sie immer auf dem USB-Stick zu lassen und dann weiß ich, mit dem Stick kann ich auch mal ins gleiche Keyboard bei meinem Kumpel gehen. Das geht sofort. Habe ich da was im User drin, wird der Stick, auch wenn der Stick eingesteckt wird, an einem anderen Keyboard nicht funktionieren, wenn was in den User reinkopiert und da rein verknüpft wurde. Okay, das war die Nachricht für die Familie Schuck. Ich sage jetzt mal Inge Hans. Aber das ist definitiv mit allen gespeicherten Sachen so. Deswegen mein Tipp: alles auf einem Medium. Früher haben wir gesagt, alles auf die Festplatte bei der Tyro-Serie. Jetzt bei Genos SX und wie sie alle heißen, die Konzerne, empfehle ich alles auf den Stick. Und da war auch gestern wieder einer da, sage ich, wie oft hast du den Stick gewechselt zum Genos 1 nach 6 Jahren? Und sagt er noch nie, ein Stick reingesteckt, jede Woche gespielt, alle Auftritte nie kaputt gegangen. Die gehen mal kaputt, man muss also definitiv die auch immer wieder überspielen. Wenn man komische Sachen feststellt, dass was nicht geht, auseinanderbrechen, wegschmeißen, nicht reparieren lassen am System, sondern einfach das hoffentlich mindestens alle 4 Wochen Backup-Sicherungssystem, Stick nehmen, einstecken und alles geht wieder. Das war die Antwort auf die Frage per Mail. Danke für den Reminder. Ausgedruckt habe ich es, aber ich hätte es echt vergessen. Gut, dann gucken wir weiter. Kam noch eine Live, oh, WhatsApp. Guck schön, was da noch reinkommt. Was kam noch an Live-Fragen rein? Assignable Buttons habe ich gemacht. Style Expansion Favoriten haben wir gemacht. Ja, habe ich das schon rausgeschickt, wie das geht? Haue ich euch gerade schon den Link raus. Das heißt, die Leute, die schreiben mir dann direkt sozusagen aufs Handy die Nachrichten und ich kann die schon vorab mal lesen, einfach dass ich besser vorbereitet bin. Das heißt, Fragen online stellen für Franks Keyboard-Sprechstunde, haue ich euch gerade den Link raus. Ja, dachte ich zumindest, dass ich den gleich raushaue. Jetzt kommt der Link. So, da habe ich doch das. Gut, wir sind immer noch ganz viele Leute. Oh.
immer 40, 50 Leute, das ist super. Und tack, tack, tack. Wer hatte noch eine neue Frage? Oh, in Neuhamburger, darf ich da zum Genus gratulieren? Auch Grüße nach Hamburg. Haben wir doch auch eine persönliche Anlieferung die Tage geschafft. Was haben wir noch an Fragen? Legt los. Wahnsinn, da fällt einem einfach immer so Style spielt. Irgendein Lied fällt einem immer ein. Gut, ihr seht das Display nicht. Gerne mal ändern. Parameter Log haben wir gerade geguckt gehabt. Haben wir eben wieder Transponierung für die Frage geklärt. Das waren noch die Tage. Ach, da kamen sicher noch viele Fragen auf. Aber ihr stellt sie einfach und wenn nicht, würde ich mich demnächst herausnehmen. Muss natürlich schon wieder Danke sagen an YouTube, die das alles übersetzt in 8 Millionen Sprachen für mich und mein perfektes Deutsch unfassbar leicht immer übersetzen kann. Dafür danke. Wichtig ist, dass Daumen nach oben kommen, dass die nicht irgendwann sagen, das ist eine Frechheit, wie der spricht. Das heißt, das schon abonniert Button muss ich hier rausklicken. Genau, bitte unbedingt schon abonniert drücken und den Daumen, wenn es geht, relativ nach oben und nicht so weit nach unten, auch wenn ich mal Fehler mache. Und was Falsches gesagt habe und nicht alles weiß und offen und ehrlich zugegeben habe, dass ich mich vielleicht geirrt habe. Ja, das passiert auch mir. Gut, was haben wir noch? Ja, sind noch welche da? Ich lese nichts mehr. Habe ich irgendjemand überlesen und muss mich nochmal entschuldigen? Nö. Also, last call, last question. Oder sehen wir einen Style? Der Style war gar nicht schlecht, was ich da gerade gespielt habe. Können wir auch spielen. Ach Mensch, mit so einem Style kann man viel spielen. Nochmal. Immer 2 Lieder eingefallen, dritte nicht. Aber wichtig, spiel die Styles, hört sie an. Alter Trick, ne? Einfach einen Style wählen, blind. Und dann One-Tap-Setting drücken, 1, Intro 3. Und dann einfach. Jetzt mal ehrlich, das Intro 3 passt jetzt zu der Variante A nicht so arg. Also ich fand den Style A ohne das Intro jetzt fast besser. Du entschuldige Candy und wie sie alle heißen, da passt da ganz viele Hits drauf. Gut, so, was haben wir denn noch? Viele neue Keyboarderinnen und Keyboarder lese ich. Gratulation allen zu euren neuen Instrumenten. So, ich würde sagen, da kommt nichts mehr heute. Sind wir durch? Was habe ich denn da noch? Oh, ist es sinnvoll, alte Registrierungen auf dem Genus 1 auf Genus 2 zu übertragen? Oder soll man besser alles neu registrieren? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich habe jetzt einige, die haben das reingemacht und wenn ich das Keyboard gut vorbereitet habe und wirklich, ich mache jetzt ja auch nicht nur die Completes rein, sondern ich packe ja auch noch die Tyros 5 Styles rein, die alten Audio Styles, die Genus 1 Styles. Das heißt, wenn einer wirklich eine Registrierung hat und sagt, hey, da fehlt mir irgendwie noch ein Style, den habe ich anders im Kopf, der ist jetzt zwar drin im neuen Genus, aber ein bisschen anders, dann kann ich den immer noch selektieren. Ich würde sagen, auf die Schnelle einfach mal reinstecken, gucken, was passiert und dann die Königsdisziplin
überarbeiten und einfach sagen, boah, noch schöner ist da als, puh, das hier besser, die Voice hier besser, über die neuen Effekte vor allem besser. Das heißt, wenn ihr so eine alte Registrierung aufruft und einfach nur einmal startet, dann ruft ihr die neuen Effekte auf und dann neu abspeichern, dann seid ihr eigentlich auch schon in der Schnellmod-Edit-Variante und könnt eigentlich recht schnell loslegen. Wichtig, alle, die einen Genus 2 haben, bitte registriert euch bei Yamaha, erweiterte Garantie, 5 Jahre unbedingt, unbedingt machen. Die gehen zwar nicht kaputt, war beim 1 auch so, dass sie nicht kaputt gehen, aber wer weiß, einfach zum Gewissen beruhigen. Unbedingt registrieren. Gut, das war Peter seine Frage. Was habe ich hier noch für einen Button liegen? Das schon abonniert, habe ich den nicht gerade vor einer Minute schon rausgeschickt gehabt? Nee, habe ich nicht. Ah ja, genau. Das schon abonniert Button habe ich jetzt gerade noch rausgehabt. Gut, das war die Keyboard-Sprechstunde. Wirklich eine Stunde Fragen mit Frank rund um die Keyboards. Bleibt mal alle gesund, macht viel Musik und wichtig, spielt. Viel mehr, wie dass ihr euch mit Technik und so Sachen rum, wenn ihr euch ärgert, ruft mich an oder schickt eine Mail oder kommuniziert in irgendwelcher Art mit mir oder kommt nachher in unseren Online-Raum auf Musikando. Da helfen viele andere noch mit. Da gibt es Kapazitäten, da bin ich ja wirklich eine Null. Und da kann man wirklich ganz viele Probleme lösen in ganz kurzer Zeit. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Keyboard-Sprechstunde. So wie heute, das kann immer Fragen, die ich euch beantworten kann. Und ich, innerlich meine ich habe auch alle richtig beantwortet heute. Nicht wie letztes Mal, dass ich sage, man kann die Effekte gar nicht von einer Voice auf die nächste nehmen. Da nochmal extra Entschuldigung an Heinz Ludwig, der die Frage gut gestellt hat und ich habe es einfach nicht mehr gewusst. Aber auch an der Sigi, der gesagt hat, natürlich geht es und sagt, ja klar, Frank, habe ich ja schon ein Lied drüber gemacht. Ja, ich werde alt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, Supporter. Ach du Güte, letztes Mal wieder Supporter vergessen. Danke, liebe Supporter. Manche haben jetzt einfach auch wieder supportet, obwohl ich ihnen gar nicht irgendwie geholfen habe, dachte ich zumindest. Und dann haue ich doch das. So, danke für eure Unterstützung. Grazie. Alle, die spenden, wissen, dass sie gespendet haben, die anderen dürfen das auch. Aber klar, ich freue mich auch, wenn ich euch schöne, tolle neue Sachen verkaufen kann. Schöne Keyboards, BA, Mikrofone, was ihr braucht. Der Frank verkauft ja fast alles. Aber nicht alles, nein. Nur Sachen, wo er ein gutes Gewissen dabei hat und die Kunden auch in die Augen gucken kann. Und vom Spiegel auch nicht sein Gesicht verliert. Ganz wichtig, nicht alles. Ich empfehle auch, manche Sachen nicht zu kaufen. Deswegen mag mich auch nicht jeder in der Industrie. Also, tschüss. Bleibt gesund. Bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Ciao.